Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines hier bei Florian MCV. Wir sind so weit angekommen, dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht Geld gespart habe, sondern mir nochmal ein Darlehen geholt habe. Und ich habe hier nochmal einmal eingegrenzt hier, die Stadt. Eichenhügel, ja, keine Ahnung, das wird sich bald ändern hoffentlich. Mir ist dafür kein Name eingefallen. RPG, so wie ihr es kennt vielleicht oder nicht kennt. War früher eine alte Firma, die jetzt es nicht mehr gibt. Aber ich fand RPG immer früher geil. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal mit reingenommen. So. Zurück zum Standard. Wir müssen ganz dringend Arbeitsplätze schaffen, sagen wir mal so. Das heißt, dass Arbeitsplätze schaffen, dadurch werden wir welche zerstören, sagen wir es mal so. Und das jetzt massig. Genau. So, zack. Dadurch haben wir jetzt natürlich 700 plus noch plus. Also es geht jetzt massig in die Tiefe. Wird aber hier jetzt gleich wieder damit ausgeglichen, hoffentlich sehr schnell. Wir werden schauen. Ich muss hier unbedingt noch was ransetzen, so wie ich das hier sehe. Genau. Hier muss unbedingt noch was als erstes gebaut werden, ansonsten haben wir keine Stromanbindung mehr. Das wäre suboptimal. Ansonsten läuft das. Gut, Gewerbe ist standardmäßig immer noch am Wachsen. Ja, die Feuerwehr und die Polizei, ach, die Feuerwehr und die Krankenstation habe ich einmal vertauscht. Es sah einfach besser aus. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Ja, Strom fehlt dir, es ist mir bewusst, das ist mir sehr bewusst. Wir machen jetzt aber auch an Unmengen Minus und es würde mich jetzt mal interessieren, warum. Nee, das wollte ich nicht. Wirtschaft. Warum machen wir jetzt so viel Minus? Weil die Steuern nochmal 400 runtergeben. Okay, ich verstehe. Wir müssen ganz dringend nochmal das Darlehen zurückzahlen. Was war die Darlehen an? Kohle? 21.000, ja, die kriegen wir jetzt nicht so einfach zusammen. Die kriegen wir nicht so einfach zusammen. Naja, das sind jetzt nämlich 400. Das sind große Einbußen, die wir jetzt haben. Musste aber leider sein. Es tut mir leid, aber es musste sein. Ich überlege gerade. Na gut, die Stadt wächst ja trotzdem weiter. Ich meine, wir machen ja trotzdem Plus im Endeffekt. Das ist ja jetzt nicht der Hit. Ja, solange es hier wächst, dann bin ich zufrieden. Können wir was hier machen? Die Ecken will ich eigentlich nie so gerne. Ich weiß auch nicht, weil sonst so eine Kleinfläche stehen. Bei LPG sieht es immer so blöd aus. Oder allgemein bei Landwirtschaft hier in City Skylines, das sieht dann immer ein bisschen bescheuert aus. Aber da hier so viele neue Gebäude entstehen, würde ich mal sagen, tschüss. Und tschüss. So. Ich finde aber auch mit diesen vielen Bäumen im gering besiedelten Gebiet, das ist echt was Schönes. Finde ich sogar schöner als dich besiedelt, obwohl dich besiedelt logischerweise lukrativer ist. Warum fallen hier die ganzen Fahrzeuge, wenn da die Autobahn ausfahrt ist, ja, die exportieren Waldprodukte. Warum über diese verkackte Anbindung? Kriege ich immer einen erwischt, wo ich das mal sehe, dass der hier zum Beispiel, der kehrt zur Einrichtung zurück, okay. Gut, nein, dann... Hier! Exportiert Ölprodukt. Der ist doch gerade hier gekommen. Warum fährt er durch die Stadt? Der ist hier gerade erst gekommen. Ist hier noch irgendwo ein Fahrzeug? Nee. Drogerie, ja gut, okay. Kommt hier jetzt nochmal ein Fahrzeug? Es würde mich echt interessieren, warum diese schöne Sache so abgefuckt manchmal ist. Aber na gut. Okay, dann nehmen wir jetzt auch den restlichen Teil mit. Weg. Weg, weg. Und du weg. Und rüsten um.
So. Jetzt muss ich dieses Gebiet erstmal erholen sowieso. Da werden wir jetzt sowieso erstmal nichts bauen. Was? Wow, ist da jetzt echt kurzzeitig Industrie entstanden, weil ich da dieses kleine. Na gut, okay. So, hier fehlt die Anbindung. Ja, weil das da gerade weggegangen ist. Okay, ich verstehe. Wa? Dann sind wir mal nicht so geizig. Okay, wird eh gerade gebaut. Nee, nee, reicht nicht. Ich wollte gerade sagen, sind wir nicht so geizig, aber. Wird eh gerade nicht so gebaut, wie ich das möchte. Okay. Ja, gut, gut. Wir haben jetzt das Maximum rausgeholt an Leuten. Wie ihr seht, der grüne Balken ist komplett verschwunden. Ist auch nicht mehr so viel Grün, sagen wir es mal so. Schön bebaut. Gibt es nichts zu meckern. Es gibt halt nur hier jetzt was zu meckern. Wir haben zu wenig Arbeitsplätze, aber eine sehr große Nachfrage. Das passt auch irgendwie ja nicht zusammen. Hier muss schnell was entstehen. Dann kann ich auch das wegnehmen. Jo. Überlandleitung, leider Gottes. Gab es nicht mal eine Mod? Ich habe schon lange nicht mehr PC gespielt. Oder gab es das auch hier? War das nicht Mod oder Wasserkraft? Solar? Kernkraft? Ne, das war Mod. Dass es auch unter der Erde durchgeht, weil das einfach scheiße aussah. Ich hätte gedacht. Beschleunigen wir mal die ganze Sache schneller. Du willst. Erz. Ja, wir würden jetzt mal lieben gerne mal folgen. Mal sehen, was er jetzt nämlich macht. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Wir halten ihn mal im Auge. Muss jetzt erstmal eine Runde rumfahren. Hier ist genauso. Der exportiert ist aber gerade von der Autobahn gekommen. Wie kann das zusammenpassen? Raff ich nicht. Ja. Ich habe nämlich das, oder ich habe den Verdacht, dass die ganzen Ladungen, die er hier zum Beispiel jetzt transportieren würde, er hier rausfährt, hier raus, auf die Autobahn, da hinten wendet an diesen Autobahnkreuz, eine Wendung macht und dann hier wieder reinfährt. Warum auch immer. Und dann hier rüberfährt und dann hier nach exportiert. Warum auch immer dieses so sein sollte, aber ich wette, es wird so sein. Ich wette sehr stark darauf. Mama. Wir sehen aber auch echt schnell hier. Oh, ein bisschen mehr hier. So. Fahr du mal ein bisschen schneller. Ich möchte gerne auch mal sehen, wo du lang fährst. Okay, Meilensteine bei 1200. Okay. Wir müssen sowieso erstmal sozusagen die Kohle sparen. Strom ist okay. Ich wollte gerade sagen, apropos Kohle, wie sieht es damit aus? Wasser ist auch okay und Abwasser muss ja auch logischerweise okay sein. Gut, dann sparen wir erstmal 20.000 auf. Oder die Meilensteine, was kommt denn da? Dekoration, okay, einzigartige Gebäude ist mir sowieso. Pups, egal. Die Oberschule, ja. Also die nächsten 20.000 kann ich da sowieso investieren dann daran, dass. Okay, der fährt links rum. Der fährt wieder rechts rum. Die nächsten 20.000 kann ich investieren, weil ich keine Oberschule bauen werde. Alles tutti frutti. Okay. So, du willst jetzt mal. Fährst du jetzt bestimmt rechts lang, oder? Ich kann den ja dann leider nicht mehr folgen. Ne, er fährt links lang, so. Jetzt meine Frage, warum fährt er oder wendet er jetzt nochmal nach links? Ne, er fährt jetzt nach rechts. Warum fährt er nach rechts? Warum fährt er in die Stadt jetzt rein? Er kann doch einfach die Autobahn verlassen. Nein, er muss stadteinwärts fahren. Genauso wie die hier. Die bringen Exporte von Erzprodukten. Warum kommen die wie ich hier lang? Der Trafik nicht. Ihr Agrar, warum fahren die Agrarprodukte durch die Stadt? Das gibt so einen Stau und ich weiß nicht warum. Weil,
Deswegen habe ich das so extra hier unten hingebaut und das hier, damit die eigentlich dahin fahren können und die eigentlich hier rausfahren können. Aber im Endeffekt ist es gerade komplett andersrum und ich weiß nicht warum. Ölprodukte, Erzprodukte, sagen wir mal, Leute. Na gut. Ich kann es nicht ändern, ich darf mich nicht aufregen. Gut. Stauprobleme, naja, ich sehe das jetzt hier nicht als Stau an. Aber wenn ihr das als Stau anseht, dann tut mir das echt leid. Warum ist hier Stau angemalt? Also, so gelblicher Bereich ist vollkommen normaler Verkehr hier. Es hätte nur ein bisschen höheres Aufkommen, ansonsten war es das. Und nur weil ich jetzt hier eine Kurve mache und das abgebremst wird, heißt es nicht automatisch, dass es hier Stau ist, ja. Aber na gut. Wenn die dazu meinen, dann meinen die dazu. Nicht aufregen. Alles wird gut, Flori. Okay. Einmal weiter einzeichnen. Ich lasse denen einfach mal den Spaß. Ja, Polizei kann ich leider noch nicht bauen. Beziehungsweise kann ich bauen, wenn ich 12.000 habe. Genau, 12.000 waren es. Dauert ja nicht mehr lang. Wir machen ja nur noch 400 plus. Frag mich nicht, warum. Ich weiß warum, aber es dauert noch. 1200. Bei 1200 machen wir, denke ich mal, wieder 1200 plus. Aber jetzt noch nicht. Ja, bei dir wird leider eingebrochen, Kleiner. Ich kann leider nichts machen. Da kann ich leider nur zugucken. Oh, das sieht aber auch geil aus, wenn das so beleuchtet ist. Oh. So, die Solarfelder, naja, die sehen ein bisschen futuristisch aus, sagen wir es mal so. Das gibt es in der Realität nicht so, wie sie da sind. Sagen wir es mal so. Warum wird immer mehr. Hier ist genug Platz. Warum wird immer mehr nachgefragt an Industrie? Ihr habt genug Platz. Hier ist auch noch Platz. Hier ist auch noch Platz. Hier ist auch noch Platz. Ich kann euch maximal noch das kleine Stück geben, aber mehr gebe ich euch nicht. Ihr müsst erstmal selber alles besiedeln. So. Ihr kriegt keine Schulen. Nein, gibt's nicht. Wer hat gesagt, dass es Schulen für euch gibt? Keiner. Es gibt keine Schule. Aber das ist nicht auch wieder blöd gemacht. So, jetzt von City Skylines aus. Das müsste irgendwie noch. Ja, nicht Art Mod geben oder sowas, sondern einfach nur in den ganzen Dateien eingespeichert werden, dass sowas nicht passieren darf, dass drei nebeneinander stehen. Ich meine, die haben unterschiedliche Farben. Das ist okay. Aber trotzdem haben sie das gleiche Aussehen. Ja, das darf eigentlich auch nicht so passieren. Es sieht einfach zu. Ja, plastisch aus, sage ich jetzt mal. Das dürfte eigentlich auch nicht passieren. Selbst sowas macht ein gutes Spiel aus. Aber ich finde es auch so, es ist ein super Spiel. Ich soll mich ja nicht groß weiter aufregen. Aber es kann halt mit der PC-Version nicht mithalten. Das ist halt die traurige Realität. Und immer mehr Fragen danach. Ja, Leute, was soll ich machen? Ja, Kriminalität. Gut, ich hab keine Kohle. Tut mir leid. Da müsst ihr euch leider noch was. Naja, da müsst ihr noch 150 Leute rankriegen und dann machen wir hier ein bisschen Kriminalitätsbekämpfung und so, wisst ihr? Aber jetzt erstmal noch nicht. Tut mir leid. Gibt's einfach nicht. Gibt es jetzt noch nicht. Aus. Es ist auch die Frage, an der Flussanbindung. Ach, das kann ich ja so nachgucken. War mir klar, die haben keine Schiffsanbindung, oder? Die haben doch keine Schiffsanbindung. Würde mich mal für später so interessieren. Haben die eine Schiffsanbindung? Nein, eigentlich dürften die keine Schiffsanbindung haben. Keine Ahnung. Ich habe auf der Map auch noch nie gespielt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Braucht ihr jetzt wieder ein bisschen Platz oder habt ihr jetzt noch genug? Ihr habt noch.
Was ist das? Ja, das. Ne. Wollen wir gar nicht anfangen. Jetzt machen wir auch wieder schon 800. Das heißt, wir. Oh, ja. Yeah. Jetzt ist genau dieser Punkt. Ich habe gesagt, ab 1000 beginnt's. Und ich habe auch recht gehabt. Ab 1000 ist jetzt wieder große. Und das wird eine riesen Nachfrage wieder werden an. Gewerbe. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ihr seht, jetzt kommt es schlagartig. Jetzt kommt es richtig schlagartig. Und ich weiß einfach nicht, warum. Entweder das ist ein Bug oder es ist ein Spielfehler. Ich kann es euch nicht sagen. Es wird jetzt gleich passieren, dass dieser Umschwung kommt, dass mehr Gewerbe gesucht wird als Industrie. Und das passiert immer bei ungefähr 1000 bis 1200. Und ich weiß einfach nicht, warum. Ja, weil ihr seht, so wenig, ja, ist okay. Ja, aber nicht für diese große Stadtmenge schon, ja. Da ist immer irgendwie ein, ich weiß nicht, ist das ein Fehler oder so? Ihr seht es jetzt schon, ja, Gewerbe wird jetzt schon mehr gesucht als Industrie. Und ihr seht es jetzt auch gerade schon, jetzt werden immer mehr Arbeiter weniger, weil die jetzt irgendwie zur Industrie rübergehen. Das war schon immer früher mein Problem. Und wenn du diese Marke jetzt, so wie es jetzt ist, überschritten hast, habe ich die ganze Zeit immer das Problem gehabt. Jetzt brauche ich gar nicht mehr so groß anfangen. Jetzt könnte ich rein theoretisch auch, wenn ich wollte, das Industrie, was ich eingegrenzt habe, hier alles wieder wegnehmen. Weil jetzt wird keine Industrie mehr kurzzeitig nachgefragt, jetzt wird nur noch Gewerbe nachgefragt und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das wirklich so gewollt ist. Wasser. Habt ihr wirklich kein Wasser? Wollt ihr mich verarschen? Habe ich euch da echt verge... Oh Gott. Sorry. Sorry, Leute. Ich habe euch da vergessen. Ja, die Kriminalität ist hoch, ich kann nichts machen. Noch 900 Leute, dann kann ich was machen. Vor allem ist es auch scheiße, dass ich jetzt hier die ganze Zeit mit Gewerbe anfange, weil Gewerbegebiet sollte eigentlich auch hier nach links verschwinden. Entschuldigung. Was ich jetzt auch gerade nicht machen kann. Aber ich will mich ja nicht beschweren, ne? So. Es sieht schon mal vollgepackt aus. Hier ist immer noch dieser kleine Fleck. Hier auch. Ja, und hier ist auch noch alles frei. Ich setze einfach mal so. Just for fun. War nochmal eben so ein. Oh, da kann ich sowieso schon setzen. Dann wird sowieso kaum einer besiedeln wollen. Und dann müsste man hier bald wieder Parks. Ja, ich weiß. Ich kann es nicht ändern. Kriminalität zu hoch. Echt? Du kriegst noch 50 Einwohner hier drin, dann kann ich dir die Kriminalität beenden und das war's dann. Aber erstmal müsst ihr noch 50 Einwohner produzieren, Leute. Ja, und wie ihr das macht, ist mir egal. Ob ihr das jetzt. Okay, nee, ich will jetzt nicht zu versaut werden. Okay. So, jetzt lässt das wieder nach. Okay, jetzt wurde ja auch schon wieder Gewerbe gebaut. Industrie lässt jetzt wieder sich zu wünschen übrig. Aber Industrie habe ich auch noch, oder? Ja. Und ich raff's immer noch nicht. Ich kann jetzt mal zugucken. Jetzt fahren ja hier mehrere. Es wird jetzt wieder genauso laufen. Genau, er biegt jetzt links wieder ab und fährt durch die Stadt durch. Ist das so schwer, dass du nicht einfach nach rechts fahren willst? Was ist daran so schwer? Und rechts abgebogen. Ne, link. Okay. Warum biegst du jetzt genau da ab, was ich nicht. Ist das ein Arschloch? Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ist das ein Arschloch? Was packen der auf. Ja, gut. Hier! Das ist ein sozialer. Das ist ein sozialer Typ. Hier, ich gebe dir eins. Die anderen machen es nicht. Ich hoffe es nicht. Ne, ist alles gut. Ich kann es noch einmal verfolgen. Der fährt jetzt auch rechts rum. Das ist ein sozialer Typ. Ich weiß nicht, warum es die anderen nicht können. Keine Ahnung. 20 Leute noch, Leute. 20 Leute noch. Und dann kriegt da eure Polizei heiß ersehnt. 13 Leute noch. Da müssen wir uns auch wieder nach Strom umgucken, oder?
Nee, Strom geht noch einigermaßen. So, noch 11 Leute. Das schafft ihr doch jetzt wohl. Komm. Hilf, mickrige kleine Leute. Lois. 6. 6, 6. Komm. 6. Warte mal. So. Jetzt geht echt. Ne, jetzt gehen die Besucher runter. Ach, die Touristen. Ach, Touristen. Ne, ich wollte gerade sagen, jetzt gehen sie wieder hoch. Hä? 7? Leute. Kommt. Schnell. 87, 3 noch. Gleich, ihr habt's gleich. Komm. Jawohl. So, jetzt machen wir Stopp. Ah, jetzt kriegt ihr eure Polizei. So. Jetzt bin ich aber auch im Überlegen. Reicht das? Ich die hier hin platzieren? So, da ganz schön eng. Dann würde ich nämlich hier platzieren, weil da kommt ja sowieso die Straße wieder hin. Machen wir die hier hin. Ja, da kommt sowieso die Straße wieder entgegen. Okay, so. Dann haben wir das. Dann müssen wir Darlehen zurückzahlen und uns fehlen noch genau 2000. Gut, wir müssen leider warten. Uns fehlen noch 2000, um das Darlehen zurückzuzahlen. Strom hast du. Maul nicht rum. Die Polizei rückt schon aus wieder. Mit einem Wagen nur? Willst du mich. Ich wollte gerade sagen. Wohin fährst du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Fährst du jetzt da zu dem Haus? Nee, fährst du nicht, okay. Wo willst du hin? Ja. So, okay. Also jetzt links oder was? Okay. Ja, okay, also die fahren jetzt systematisch, glaube ich, alle Gebäude an. Okay. Gut, gut, gut. Okay, das hat mich nur interessiert. Sie fahren jetzt systematisch alle Gebäude an. Dann haben wir jetzt das Problem auch gelöst. 1000 noch. Dann machen wir das hier voll. Strom haben sie, Wasser haben sie, Straßenanbindung haben sie auch. Hier, nee, wird's nicht Stau. Ebnisch, okay. Gut. Dann zahlen wir jetzt noch schnell unser Darlehen zurück, dann sind wir wieder bei 0. Aber sie haben ihre Polizei, das ist das, was sie haben wollten, das Wichtigste. Und wir werden dann mehr Plus machen. Also wir sind jetzt bei 1096, so wie wir standardmäßig eigentlich waren. Und wenn wir jetzt das Darlehen zurückzahlen, kriegen wir ja 400 Plus. Das heißt, wir sind bei 1500, 1600 sogar schon. Das ist dann auch wieder echt gut. Ich wollte gerade sagen, ist es Abwasser? Nee, ist alles gut. So viel Polizei, wie hier rumfährt, das habe ich auch noch nie gesehen. Kriege ich das auch als Anzeige, wie viel gerade unterwegs sind? Ja, Streifenwagen in Verwendung. 10 Stück. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ja, aber darum bin ich auch selber schuld, sagen wir es mal so. Hm? Aber es ist jetzt geregelt. Okay, wir zahlen unser Darlehen zurück. So. Jetzt müssten wir viel mehr machen. Ja, genau. Jetzt steigt nämlich der Preis sehr schnell an. 1190, da müsste, wie gesagt, bei 1400, 1500 jetzt liegen gleich. 1200. Ja, das geht jetzt eigentlich ratzfatz schnell. Arbeiter werden gesucht. Warum wird dann Industrie immer schneller hochgepusht jetzt gerade als Suche und wird hier immer mehr gebaut, wenn da Arbeiter so hin? Das
Ihr könnt doch hier noch genug bauen. Warum wollt ihr immer noch mehr Plätze haben? Ich gebe euch das hier noch maximal dazu und dann müsst ihr damit erstmal fertig sein. Ja, und guck mal, wie viel Kohle wir jetzt rankriegen. Also jetzt sind wir auf einen Schlag, wo ich jetzt gerade einfach nur das Haus angezeichnet habe, jetzt sind wir bei 5700 wieder, ja. Also es geht jetzt eigentlich sehr schnell. Mit der Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Also so. Jetzt können wir auch die Parks wieder mit einzeichnen, wenn wir wollen. Die Frage ist halt nur, wollen wir es? Der Preis würde sich stetig erhöhen. Apropos Preis, wie weit sind wir denn? Bei Info. Was ist denn gerade der... Nee, wo war das? Das ist hier der Grund. Ja, genau. Das ist der Grundstückspreis, ja. Ja, blau ist normal. Weiß ist niedrig. Also hier ist noch niedrig. Hier ist normal. Und hoch wird er halt dadurch, wenn wir mehr Dekorationen hinzufügen, mehr Attraktionen mit einbauen. Und das trifft sich halt. Nee, warte mal. Das kommt erst danach, war. Oder? Habe ich da jetzt recht, was ich jetzt gerade selber sage? Nee. Da habe ich Unrecht. Wann kommt denn das denn? Ja, hier kommt das. Das kommt dann erst bei 4600. Das würde sich gar nicht lohnen, so lange zu warten. Muss ich leider anders machen. Wir gucken mal, was am billigsten ist. Ein kleiner Park ist am billigsten. Und das reicht auch von der Größe her, dass man sagt... Und der deckt alles ein, wollte ich gerade sagen. Ist nicht der Fall, oder? Nee. Wenn ich das hier zentral setze, ja, könnte, aber... Kein Platz. Standardmäßig. Wenn wir den hier hinsetzen, dann müssen wir das ein bisschen abschätzen. Der Straße. Wir können den immer noch verschieben danach, ist ja kein Problem. Stimmt wieder auch. Und dann hier daneben noch gleich einsetzen? Ja. Wir haben es ja kurzzeitig, das Geld. Kostet 1000. So, und dann würde ich gerne nochmal so einen japanischen Garten haben wollen. Da, der sieht immer sehr knuffig aus. So, jetzt werden sie nämlich schon langsam blau. Guck dir das an. Guck dir das an. Dann setzen wir den hier noch hin. Und dann setzen wir hier noch einen hin. Wenn wir sagen könnten, da ist noch ein wenig Platz. Da frisst es aber drei Häuser, das ist scheiße. Machen wir den hier noch hin. Ja, und jetzt wird auch der Preis, denke ich mal, sehr hoch steigen. Müssen natürlich aber auch damit rechnen, glaube ich, mit mehr Ausgaben, richtig? Genau. Jetzt haben wir nämlich 13... Ja, wow, es sind aber bloß 13 Euro. Also es ist alles völlig im guten Rahmen. Das, was am meisten Kohle kostet, ist die Feuerwehr mit 560 Euro. Das war es sogar schon, ja. Nee, Wasser ist 600 Euro sogar. Das ist am teuersten, aber so geht's gerade. Okay. Gut, Platz haben sie noch zum Bauen? Das ist nicht die Frage. Gewerbe ist jetzt eine kleinere Nachfrage. Die jetzt ein bisschen größer wird, aber die können noch überbauen. Das ist auch kein Problem. Und Industrie, ja, es geht noch, aber wir bräuchten schon mal so langsam wieder ein bisschen was. So, nee, es waren bloß zwei Sprühe, okay. Buslinien kommen wir danach irgendwann. Ist auch kein Problem. Jetzt gucke ich mal. Nee, da ist noch genug. Okay. Ja. Den Park sieht jetzt auch, finde ich, sogar ein bisschen mehr knuffig aus. Ich könnte jetzt mal gucken wegen der Straße, bevor ich mich da verrechnet habe, sozusagen. Ja, es ist genau, ja, war mir klar, da bleibt jetzt ein Feld übrig, oder? Oder ist es jetzt genau aufgegangen, was ich vorhatte eigentlich? Ne, da blieb jetzt genau, warte, das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich das jetzt so scheiße. Verdammt! Okay, jetzt habe ich ein Punkt, ne, dann setze ich das einfach eins rüber. Ich will mir jetzt da nicht so viel Arbeit machen. Kosten das? Ach, kann ich nicht mal, okay. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich musste echt... es tut mir im Herzen weh, dass das unsere kleinen zwei Dinge halten müssen. Na gut, ich kann es ändern.
Weil es müsste jetzt auch, glaube ich, sofort der Preis. Ja, genau. Jetzt wird es nämlich hier schon bläulich. Oh, sorry. Tut mir leid. Das wurde jetzt gerade ganz kurz laut. Das wird jetzt hier schon blau. Ich hoffe, das wird sich hier demnächst auch ändern. Aber es wird, denke ich mal, erst mittlerweile kommen, wenn hier mehr los ist an Bevölkerung, weil dann wird es auch blau. Grün weiß ich nicht, wie viel ich dafür bräuchte an Mitteln, an Parks und sowas. Das wird sich aber später, denke ich mal, links noch schön am Ufer was lang baue. Mit kleinen Stegs und dann Jetski-Verleih und sowas alles. Das wird dann, denke ich mal, auch sehr viel Profit geben. Und ich würde mich auch gern lieber weiter ansiedeln hier, also hier unten. Und würde dann Gewerbe hier oben machen. Darauf ist jetzt aber auch wieder die Frage, ob ich da lieber nicht Industrie machen will, weil das ist auch Agrar. Aber da werde ich, denke ich mal, lieber doch Gewerbe machen. Wir hatten einen kleinen Spalt lassen wegen der Lautstärke und dann den Rest alles anstatt machen. Ich denke mal, das würde sogar besser kommen. Ja, ansonsten machen wir noch Industrie ein bisschen was hier hin. Zack, zack. Wir müssen jetzt logischerweise noch genug haben, ja. Okay. Gut, dann würde ich sogar sagen, wir beenden die Folge wieder. Zack, 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 zack. So langsam reingezoomt und mit den schönen. Ich denke mal, so ist doch ein schöner Blick, oder? Wenn wir so auf die Feuerwehr gucken. So. Nee, 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 das ist ein blöder Blick. So. Der Blick, das ist doch schön. So, mit diesem Ausblick wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittag, Tag oder Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Verbesserungsvorschläge immer gerne in die Kommentare, wenn ihr welche habt. Noch dazu auch diesen Stadtname. JB ist ja einfach nur die Abkürzung. Ihr könnt euch gerne aussuchen, wenn ihr wollt. Nennt mir ein paar Stadtnamen. Und dann werde ich diese vielleicht verwenden. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, wie gesagt. Haut rein, Leute. Und ciao.